Hallo und herzlich willkommen hier bei Generaldebatten, diesmal nicht mit einem Rückblick, sondern mit einem Gast. Und das Gespräch werdet ihr gleich nach dieser kurzen Einleitung hören. Es handelt sich um Steven oder auch Streven genannt, einem Hobby-YouTuber und Streamer, der seit rund 10 Jahren Content bereitstellt und dabei ist und der unter anderem auch so eine Art Beobachtung der sogenannten Meinungsblogger-Szene ist. Jedoch startete er seine erste Content-Reihe damals, als seine Anfänge auf YouTube waren, als humoristischer Kommentator von gestellten Hinterhof-Kampfszenen. Was es da genau auf sich hat, wird er auch im Gespräch erzählen. Und außerdem reden wir über das Twitch-Phänomen, Millionären Geld zu spenden und wie er die Gefahr der sexuellen Manipulation auf Twitch einstuft und einschätzt. Außerdem reden wir über die Veränderungen von Twitch, welche Formate jetzt und früher angesagt waren oder angesagter als heute. Also da ist auf jeden Fall jede Menge Substanz vorhanden. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch das Gespräch anzuhören. Und das wurde alles am 4.10. aufgezeichnet, also einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Nicht, dass ihr über den Anfang irritiert seid. Und nun aber viel Spaß mit dem Format und schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und Film ab! Also, wie gerade angekündigt, begrüße ich jetzt unseren Gast am heutigen Tage. Hi, Steven. Hallöchen, ja, ich bin der Steven, ledig, Single, haha. Ja, und grüße meine Oma aus Wuppertal. Ja, da haben wir schon die erste Eigenwerbung. Also, der Deal hat schon geklappt, sozusagen. Steven, wie geht's dir? Hast du einen schönen Sonntag bis jetzt? Ja, also mir geht's super. Der Sonntag war so lala, ne? Man hat sich hier von Fertigresten heute ernährt, weil es gibt tatsächlich Menschen, die vergessen, dass am gestrigen Tag der Tag der Deutschen Einheit war. Ist ja auch ganz unbedeutend, der Feiertag, ne? Da kann man den schon mal vergessen, ne? Und dann nimmt man sich Freitag vor, Samstag reinzukaufen und dann merkt man Samstag, okay, es hat nichts offen und dann muss man halt das Wochenende gucken, dass man über die Runden kommt. Aber hey, ich will nicht so viel rumjammern. Ansonsten war der Sonntag ganz angenehm. Ich hoffe, bei dir lief's besser. Ja, auch bei mir lief es ähnlich tatsächlich, weil der Samstag immer mein Haupteinkaufstag ist. Aber ich hatte noch genug hier und habe mich irgendwie ernähren können bis jetzt. Ja. Du hast es also überlebt, ja. Ja, vielleicht kippe ich ja noch vom Stuhl, aber ja gut, dann kannst du ja allein weitermachen. Also ich glaube, du bist unterhaltsam genug. Du bist jetzt seit wie lang auf Twitch dabei? Uff, das ist eine gute Frage. Also auf YouTube könnte ich dir sagen, dass das knapp 10 Jahre sind, aber auf Twitch... ich würde jetzt, wenn ich ins Blaue tippen müsste, ich glaube, es sind 3 oder 4 Jahre. Ich kann das halt echt nicht sagen, weil ich sehr, sehr unregelmäßig streame und deswegen kommt einem die Zeit vielleicht manchmal auch länger vor, als sie dann letztendlich ist, weil man eben riesige Zeitabstände teilweise hat zwischen den Streams. Aber ich glaube, so richtig aktiv habe ich damit vor 3, 4 Jahren angefangen. Mhm. Wie hat denn das damals alles angefangen? Also du warst jetzt erst auf YouTube. Was waren denn deine ersten Videos? Meine ersten Videos, oh, das findet ist man eigentlich, die, die findet man teilweise noch. Das war auch auf einem ganz anderen Kanal als den ich jetzt habe. Und zwar habe ich damals Hinterhofkämpfe kommentiert. Das waren so Jugendliche, die sich in ihrem Vorgarten geprügelt haben. Und die, da gab es tatsächlich so eine kleine Szene von. Dass man diese Kämpfe kommentiert hat auf Deutsch und das auf ja möglichst humoristische Art und Weise, also man hat es natürlich versucht, humoristisch zu sein und das war so das Erste, womit ich damals angefangen hatte, weil da gab es auch einen Kanal, der das ziemlich gut gemacht hatte und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte das auch gern machen, ich finde das sehr lustig und wie das halt so ist, ne? Man denkt, dass man das genauso gut kann wie seine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Vorbilder. Das war so das Erste, was ich gemacht habe, aber relativ schnell hatte ich darauf keine Lust mehr. Und dann habe ich angefangen, sowas Ähnliches wie Meinungsblogs zu machen. Ich weiß nicht, ob du mit der Szene so vertraut bist, was die machen. Ja, du kannst aber trotzdem noch mal ein paar Wörter dazu sagen. Genau, man sucht sich halt aktuelle Themen raus oder guckt, ob es irgendeinen deutschen YouTuber gab, der mal wieder einen Skandal gemacht hat. Ich finde, das ja, kam früher deutlich häufiger vor als heutzutage. Deswegen hat man da auch immer genug Futter für Themen gehabt. Und ja, dann hat man sich da hingesetzt, hat ein Skript geschrieben, hat da seine Meinung zu vertreten, hat genau erklärt, was denn so passiert ist, was Person XYZ gemacht hat oder... Ja, wenn man sich ein neutrales Thema, sage ich mal, ausgesucht hat, was da so passiert ist. Und dann war es natürlich wichtig, deswegen heißt es ja auch Meinungsblog, dass man da seine eigene Meinung mit einbringt. Und ja, dann
hat man da so ein paar Bilder rausgesucht oder ein paar Videos, die im Hintergrund laufen lassen, hat das dann hochgeladen und ja, muss ich schon für mich selber zugeben und sagen, dass das die Videos waren, die dann doch ein bisschen besser ankamen als den ganzen anderen Quatsch, den ich da gemacht habe. Ich möchte nochmal auf die Kämpfe zurückkommen. Also was waren das genau für Kämpfe? Wurden da Leute die Zähne ausgeschlagen oder wie kann man das sich vorstellen? Nein, das waren so Leute, die haben sich in ihrem Vorgarten ein Trampolin aufgestellt und haben dann versucht, ja, naja, einen Kampf darzustellen, der möglichst echt aussah, wo man allerdings gesehen hat, dass es totaler Quatsch ist. So, also die Schläge, die gingen auch 10 Meter am Kopf vorbei, wurde aber natürlich so verkauft, als wäre der Schlag echt gewesen. Also die haben da, das waren halt so, das waren Kabeleien, das waren jetzt keine Ringkämpfe, die in irgendeinem Underground oder so stattfanden. Das waren so, ja, ich weiß nicht, ich kann es dir gar nicht so richtig beschreiben, was man da zu sehen bekommt. Das erinnert auch teilweise an irgendwelche Orgien, wenn da mehrere Personen beteiligt sind. Ich kann dir ja auch im Nachhinein gerne mal einen Link schicken. Oder, ja, also auf jeden Fall. Gibt es die Szene noch? Oder die Szene gibt es noch, also vor allem in den USA ist die sehr beliebt, ja, wo soll das auch sonst herkommen, dass sich die Leute da prügeln, aber es gibt auch deutsche Kanäle in diesem Spektrum, die da Videos hochladen, wie sie sich in ihrem Vorgarten prügeln und dann ja den Champion auserküren oder so. Das ist keine relativ große Szene, aber sie ist vorhanden. Ja, wie gesagt, ich kann dir ja auch im Nachhinein nochmal einen Link dazu schicken. Wie gesagt, es gibt auch einen YouTube-Kanal von mir, von früher, der existiert da noch und da kann man sich das anschauen, aber muss man nicht. Da kann man den jungen Steven in Action sehen, sozusagen. Also mich kann man da nicht sehen, man kann mich da zum Glück nur hören, weil ich würde sowas niemals machen. Das ist, nee, irgendwo gibt es dann halt auch so Grenzen. Ne? Ich sehe gerade, ich habe den Kanal gerade offen, vor 8 Jahren war das. Also ich hatte davor schon mal einen Kanal, der wurde dann irgendwann gesperrt. Ich glaube, weil ich irgendein Video benutzt habe und dann, wenn man dann 3 Strikes hat, dann sind die Kanäle ja weg. Und dann hatte ich noch einen Kanal aufgemacht, da habe ich dann Ähnliches hochgeladen, da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann habe ich noch einen Kanal aufgemacht, der wurde dann gelöscht. Und dann habe ich den Kanal aufgemacht, den ich bis jetzt habe. Der hält jetzt schon 5 Jahre. Mal gucken, wie lange noch. Ja, auf weitere 5 Jahre, würde ich sagen. Ja, hoffen wir es, ne? Mal gucken. Du hast gerade schon über Vorbilder gesprochen. Wer war denn da gerade in den Anfangsjahren deine Vorbilder? Kannst du da ein paar Namen aufgeben? Also das ist echt schwierig. Ich muss tatsächlich mal selbst nebenbei so in meine Abo-Liste gucken, was ich da so derzeit abonniert habe, weil ich kann ja ehrlich gesagt, ich habe versucht, mir vorher da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich kann gar nicht genau sagen, wen ich denn vor 10 Jahren verfolgt habe. Ich weiß nur, der eine Typ, der das auch gemacht hat mit diesen Hinterhofkämpfen, der hieß bei Blödsinn. Na, da ist der Name Programm gewesen. Aber wen ich da vor 10 Jahren verfolgt habe, natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder das gemacht hat, habe ich eine Zeit lang Gronkh verfolgt, aber auch nicht jedes Video, weil da ist man ja den ganzen Tag mit beschäftigt. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe auch eine Zeit lang Kuchen-TV geschaut, aber auch viele Kanäle, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, die hießen zum Beispiel Retro Germany oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Das waren ganz viele Meinungsblogger-Kanäle. Der Sia. Das sind aber alles Kanäle, die gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil die sich aus dem Internet verabschiedet haben oder weil deren Kanäle gelöscht wurden oder whatever. Also es waren auf jeden Fall sehr viele Meinungsblog-Kanäle, die ich geguckt habe, weil das halt so Dinge waren, ja, die ich ganz interessant fand. Du hast jetzt schon von deinen gelöschten Kanälen gesprochen und jetzt auch von anderen, ja, Kanälen, die gelöscht wurden. Ist das in der Meinungsblogger-Szene häufiger der Fall und woran könnte das denn liegen aus deiner Sicht? Ich würde schon sagen, dass es in der Meinungsblogger-Szene häufiger der Fall ist, weil es wurden dann natürlich auch teilweise Videomaterial von fremden Videos benutzt, oftmals einfach, um seine Aussagen zu untermauern oder zu belegen. Also es war dann nie die Absicht, irgendwie Videocontent zu klauen und dann für sich da das große Geld rauszuschlagen. Aber dann gab es natürlich Leute, das war auch so ein Problem von mir, die haben dann die Videos gesehen, die man über sie gemacht hat und ja, die haben sich jetzt nicht wirklich der Kritik angenommen, sondern haben nur gesehen, oh, der hat ja Videomaterial von mir benutzt und dann ja, werden die Videos gemeldet und dann, gerade als so kleiner Kanal wie ich, kannst du da nicht viel gegen machen und dann hast du da ruckzuck diese 3 Strikes halt drin, aber wie gesagt, du willst halt das, was du in deinen Videos sagst, auch irgendwie belegen und deswegen verwendest du dann halt auch Videomaterial, gibst sogar auch die Quelle an und verlinkst auch den YouTube-Kanal in der Videobeschreibung, aber wenn du einen Menschen kritisierst, ist der halt natürlich erstmal ziemlich angepisst.
in den meisten Fällen. Und dann meldet halt einfach das Video, weil das ist natürlich der einfache Weg, diese Kritik zu löschen. Und ja, meistens klappt es ja dann leider auch. Ja, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Ich habe letzt von einem Streit mitbekommen über Massengeschmack TV. Ich weiß nicht, ob du diesen Channel kennst. Das ist ein YouTube-Channel beziehungsweise ein genereller Abo-Channel. Also das ist nicht nur YouTube. Ja. Und die haben ARD-Material verwendet und das halt sozusagen den Beitrag kritisiert. Und die haben jetzt auch einen Klagestreit am Hals. Wobei dieser Channel ja fast schon unter die Presse fällt und dann gibt es ja das Zitatrecht und das Presserecht und wenn man dann sozusagen diese Beiträge nicht nur einfach wiederholt oder, sage ich mal, für sich benutzt, sondern dann auch was Eigenes draus macht, ist es ja eigentlich ein eigener Beitrag, der ja irgendeinen Mehrwert hat. Also ich weiß nicht, ob das gerichtlich da so korrekt ist alles, aber diese Praktik ist, sage ich mal, schon länger bekannt, sagst du ja gerade, auch gerade was die kleineren YouTuber jetzt sozusagen angeht. Genau, also ich denke mal, über YouTube-Wege hat man da halt noch Chancen, weil ich glaube nicht daran, dass wenn jetzt ein Video gemeldet wird, dass da ein Mitarbeiter davor sitzt und sich wirklich dann immer diese Videos anschaut und guckt, okay, ist da Material geklaut worden, sondern da wird, denke ich mal, irgendein Algorithmus sein, der dann erkennt, okay, da ist ja genau das gleiche Video oder ein Videoschnipsel zu sehen wie im Originalvideo und dann wird das gesperrt, aber ich denke mal, vor Gericht wird man da nicht so viele Chancen haben, da dann durchzukommen, weil man kann es ja dann belegen, es gibt ja das Zitatrecht, es gibt ja auch so viele Videos, wo dann am Anfang auch dieser Paragraph eingeblendet wird und ja, wenn man das wirklich mal objektiv betrachtet, dann denke ich mal nicht, dass sie da vor Gericht durchkommen werden, aber gut, ich sag mal so, es gab ja auch schon andere eigenartige Gerichtsurteile, aber ja, da mache ich mir, glaube ich, keine Sorgen um Massengeschmack TV. Ja, du bist jetzt ja seit 3 Jahren auch auf Twitch unterwegs. Wie kam es denn dazu, dass du dich auch, sag ich mal, dieser Plattform angenommen hast? Und was sind denn die Unterschiede zu YouTube? Also gerade jetzt auch, was diese Zensur ist es ja fast schon angeht. Es ist tatsächlich so, ja, es ist ähnlich wie mit dem YouTube-Weg. Die Leute, die ich verfolgt habe, die haben halt irgendwann angefangen zu streamen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe dann auch Lust zu streamen. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren einen PC gekauft, weil man braucht da halt auch die entsprechende Hardware, um dann streamen zu können. Und was mich daran, naja, begeistert hat oder was ich daran sehr positiv fand, war halt die Interaktion von den Leuten, die man dann halt direkt mitbekommen hat. Also du hast halt etwas produziert, du hast halt Content erstellt und die ja, Leute konnten sofort Feedback darauf geben, ob sie das, was du da machst, gut oder schlecht finden. Und das war halt so ein bisschen reizvoller, fand ich, als ja, ein YouTube-Video hochzuladen, woran du vielleicht wirklich teilweise 10 Stunden saß mit Skript schreiben, mit Schneiden und so weiter. Und dann lädst du das hoch und merkst, okay, du hast 20 Aufrufe und einen Kommentar. Und dann hast du halt Twitch auf der anderen Seite, wo du den Content live überträgst. Da hast du jetzt vielleicht auch nicht die große Reichweite. Aber ich sag mal so, wenn ich einen Stream habe und da 3 Leute dabei sind, die dann wirklich auch aktiv mitschreiben, dann ist mir das wirklich viel mehr wert, als wenn ich auf YouTube ein Video habe, was 100 Klicks hat, wo dann 2 Leute kommentieren. Das heißt, es ist einfach eine Plattform für den Dialog, sozusagen. Genau, also wenn ich nur mein Zeug machen will, ohne da mit jemandem zu interagieren, dann brauche ich ja nicht streamen. Also ich glaube, die meisten streamen auch wirklich deswegen, weil sie eben die direkte Interaktion mit den Leuten haben wollen. Okay, manche vielleicht auch, weil sie dann Spenden bekommen, aber ich glaube oder hoffe einfach mal, dass bei den meisten die Interaktion im Vordergrund steht. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Community? Haben sich da auch schon Freundschaften entwickelt oder engere Kontakte? Es gibt da so 1-2 Leute, mit denen man, ja, was heißt, relativ oft schreibt, aber mit denen man so auf Twitter Kontakt hält oder die auch mal im Stream dabei sind. Aber Freundschaften würde ich jetzt nicht sagen, dass die sich daraus bilden, weil ja, dafür sind die Verhältnisse zu oberflächlich, aber da gibt es schon so 1-2 Leute, die dabei sind, wo man sich auf jeden Fall sagt, dass das sehr korrekte Leute sind. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die kommen und gehen mit deinem Content. Also gerade ich bin da ja, was Content angeht, so ein bisschen nicht nur auf Twitch bezogen, sondern auch auf YouTube, so ein Fähnchen im Wind. Also ich ändere meinen Content ja gefühlt alle paar Monate und das führt dann natürlich auch dazu, dass Zuschauer, die kommen, dann in ein paar Monaten weg sind, aber im Gegenzug dann wieder neue Zuschauer dazukommen. Also
ich würde sogar so weit gehen und sagen, so eine richtig feste Community habe ich gar nicht. Es gibt so 2, 3, 4 Leute, die wirklich alles gucken, was ich so mache, die immer dabei sind. Aber mehrere Namen, die ich da regelmäßig lese, kommen da tatsächlich nicht vor. Das heißt, gerade auf Twitch die Zuschauerschaft möchte schon einen Streamer verfolgen, bei dem sie auch wissen, was sie bekommen. Das so glaube ich schon. Also Regelmäßigkeit ist, glaube ich, schon eine Sache, die sehr dabei helfen kann, dann auch entsprechend Zuschauer aufzubauen. Also klar ist es frustrierend, wenn man immer dasselbe macht und keine Zuschauer hat, aber ich glaube, wenn man in seinen Kanal so ein bisschen Kontinuität reinbringt und das alles immer weitermacht, dann kommen irgendwann die Zuschauer und dann bleiben die auch. Aber wie gesagt, ich schaffe es halt nicht. Ich mache halt immer das, worauf ich Bock habe, weil ich mir denke, okay, ich kann zwar immer dasselbe machen, aber wenn ich darauf keine Lust habe, dann spiegelt sich das auch auf die Zuschauer wieder und deswegen ändere ich das, was ich mache, halt auch so oft. Aber das ist dann halt nicht gerade förderlich dafür, wenn man mehrere Zuschauer haben will. Ne? Da muss man halt für sich so ein bisschen die Balance finden. Das ist irgendwie für mich vergleichbar mit so einer Twitter-Blase, die man sich aufbauen kann. Wenn man natürlich immer die gleichen Talking Points wiederholt, dann bildet sich sozusagen so eine Echokammer und dann die Leute, die einen natürlich dort feiern. Aber wenn man dann so ein bisschen, wir haben das so ein bisschen ausprobiert, ganz verschiedene Ansichten immer wieder retweeten und posten und so weiter und so fort. Das ist ja auch unsere Idee, sage ich mal, von Generaldebatten, dass ein wirklich vielfältiger Diskurs stattfindet. Und dann sieht man manchmal Leute, die liken und retweeten dann bei uns und die sind dann halt auch direkt wieder weg, wenn es dann sozusagen mal einen Artikel gibt, der jetzt nicht in ihr Weltbild passt. Also ich finde, das ist auch gerade eine Zeit in der Digitalisierung momentan, wo sich die Menschen so ein bisschen umstellen müssen, aus meiner Sicht. Ja, das geht halt so schnell. Man hat halt, das ist halt, ich sag mal so in Anführungszeichen, das Problem, dass man so viel Auswahl hat heutzutage. Die Leute können dich wegklicken und finden dann sofort jemand anderen, den sie gut finden, den sie verfolgen können. Ich meine, es wird ja immer wieder sehr viel Meinungsfreiheit gepredigt, aber letztendlich ist es so, wenn du etwas tweetest zum Beispiel und das passt jemand nicht, da ist der Defollow aber sofort da und dann guckt er sich halt jemand anderen an. Das geht heutzutage halt sehr schnell. Also Zuschauer zu verlieren geht um einiges schneller als Zuschauer zu bekommen. Das ist richtig, ja. Bist du auch woanders Zuschauer oder Fan von einem Streamer zum Beispiel? Derzeit muss ich sagen, nein. Also ich kann noch mal kurz auf Twitch gucken, wen ich da so verfolge, aber es gibt da jetzt wirklich keinen, wo ich sage, oh, der ist online, den muss ich jetzt verfolgen. Ja, das sind alles, ich habe da zum Beispiel ein Tanzverbot abonniert, aber ich glaube, ich war noch nie in einem Stream von ihm drin. Firegrown, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das war auch so ein Meinungsblogger. Der hat aber auch ja eine ganz besondere Geschichte hinter sich, sage ich mal. Ich war jetzt kein Fan oder so, aber ja, in die Streams konnte man trotzdem ab und an mal reinschauen. Aber ansonsten ist da wirklich nichts dabei. Es gibt so ein paar Speedrunner, die ich da drin habe, aber so aktiv Streams verfolgen tue ich eigentlich so gut wie nie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob ich da nicht die Geduld für habe oder so. Aber ich muss auch persönlich sagen, wenn ich Streamer verfolgt habe, dann am liebsten mal kleine Streamer. Weil wenn du dir die ganz Großen anguckst, da hast du ja kaum Chance auf Interaktion. Ne? Du kannst da was in den Chat schreiben, aber sobald da 100, 200 andere Leute sind, die da schreien, da gehen deine Nachrichten ja komplett unter. Und das ist dann auch die Sache, wo der Reiz des Streams für mich verloren geht. Ich möchte ja mit dem, der da gerade Content produziert, interagieren, dem sagen, was ich gut, was ich schlecht finde oder mit dem über Themen diskutieren, die er da gerade anspricht. Aber wenn da zu viele Leute dabei sind, finde ich, nimmt das immer so ein bisschen den Spaß. Deswegen folge ich, wenn ich schon im Streamer folge, dann relativ kleinen Leuten, außer jetzt zum Beispiel Tanzverbot, das ist dann eine Ausnahme. Dann bist du vielleicht eher der klassischere Twitch-Nutzer, kann man das sagen, als heutzutage, wo es da schon so ein bisschen so ein Star-Kult und zum Beispiel so ein Monte oder einen Knossi gibt. Ja, das würde ich schon so sagen. Es ist ja auch so, die Leute merken natürlich, wenn sie was schreiben, okay, der Streamer geht da gar nicht mehr drauf ein, aber der Streamer geht auf Spendennachrichten ein. Und dann ist es natürlich sehr schnell so, dass die Leute eben spenden oder ein Abo da lassen, einfach damit sie nur ein Dankeschön bekommen. Und das, ja, weiß nicht, also mir persönlich fehlt da der Reiz. Ne? Ich meine, es ist ganz toll, wenn da jetzt ein ganz großer Streamer ist, der einen mal ganz kurz erwähnt, aber dafür dann Geld auszugeben, weiß ich nicht. Und wie gesagt, über einen Chat erreicht man die Leute ja sowieso kaum noch. Und deswegen, ja, große Streams ist gar nichts für mich.
Ist das das Geheimnis, warum manche Menschen Millionären Geld spenden aus deiner Sicht? Dass man sozusagen die Psychologie dahinter bedient, der große Star antwortet jetzt auf meine Spende und ansonsten kann ich mit dem ja gar nicht mehr interagieren? Ja, genau das ist es. Ich glaube, die Leute, die stehen einfach darauf, für eine kurze Sekunde Aufmerksamkeit zu bekommen von jemandem, ich drücke das jetzt mal krass aus, zu dem sie aufschauen. Ich glaube, gerade jemand wie Montana Black hat sehr viele Leute, die zu ihm aufschauen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die freuen sich da einen Ast ab, wenn die Leute einen kurz grüßen. Es gibt ja auch so, mal ganz kurz abzuschweifen, so Videoplattformen wie Cameo oder da gab es noch eine andere, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Da kann man Promis Geld dafür bezahlen, dass die einem eine Grußbotschaft schicken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ähnlich wie OnlyFans dann. Ja, gut, ja, kann man schon vergleichen. Man gibt halt den Leuten Geld dafür, dass sie exklusiven Content für einen produzieren. Ja, dieses Cameo, da gibt's so, da sind halt teilweise richtige Hollywood-Stars dabei, die da $5,000 pro Nachricht nehmen. Und dann gibt's halt Leute, die geben den Leuten auch so viel Geld. Einfach, dass sie kurz sagen, ja, hallo, hier ist Person XYZ aus dem Film Schieß mich tot und ich grüße Ding Dang Dong. Und dann haben die ihre Grußbotschaft und dafür 5.000 € ausgegeben. Und so ist es halt auch mit Twitch. Die Leute geben den Leuten Geld. Und dann freuen die sich, dass sie da vielleicht ein Dankeschön zurückbekommen. Es gibt allerdings, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt natürlich auch Leute, die den Menschen dort Geld spenden, weil sie einfach Dankbarkeit ausdrücken wollen für die jahrelange Unterhaltung, die sie kostenlos bekommen haben. Und ich denke, da sind auch teilweise Leute dabei, die spenden, die haben die 2, 3, 4, 5 € sehr locker sitzen. Ich habe mal von einem YouTuber gehört, dass wenn ein YouTuber sozusagen darauf aufruft, ihm Geld zu spenden, dass das nicht Betteln ist, sondern die Bettler sind diejenigen, die das alles kostenlos haben wollen und überhaupt gar nicht bereit dafür sind, auch mal den einen oder anderen Euro sozusagen dafür zu zahlen. Was hältst du von der These? Welcher YouTuber hat das denn gesagt? Ich glaube, das war ein Politikblogger, aber ich kann den jetzt nicht mehr genau zuordnen, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt nicht irgendwie falsche Namen nennen. Ja, es ist schwierig. Also natürlich ist es nicht in Ordnung, sage ich mal, darauf zu pochen, sage ich mal, dass man alles kostenlos bekommt, weil die Leute, die setzen sich ja auch da vor und geben sich allergrößte Mühe, um die Leute zu unterhalten. Allerdings finde ich, ist es allein, wenn man zuschaut, schon so, dass eine Hand die andere wäscht. Ne? Derjenige, der zuschaut, bekommt kostenlosen Content geboten, der ihn dann im besten Fall auch unterhält. Und derjenige, der dann streamt, der bekommt halt die Zuschauer, die dann gegebenenfalls auch seine Reichweite erhöhen, was ja dann auch sehr positiv ist. Ich weiß nicht, ob das alles immer so auf diese, warum das immer so auf diese Geldschiene geworfen werden muss, weil ich glaube, alle könnten auch Spaß am Stream haben, wenn es da jetzt kein Geld geben würde. Ich glaube, diese ganze Spendensache, das ist ja noch nicht schon immer so gewesen. Es gab ja auch mal eine Zeit, da hat man auf Twitch nicht gestreamt, da haben auch Abos nichts gekostet und die Leute haben trotzdem ihren Spaß gemacht. Aber letztendlich geht es wahrscheinlich halt doch mehr um Kommerzialisierung und Twitch hat dann halt auch irgendwann gemerkt, oh, da kann man ja richtig viel Geld mit scheffeln oder Amazon, je nachdem. Und dann hat man das halt auch angeboten, diese Funktion. Und die Streamer sind glücklich, wenn sie Geld bekommen und die Leute, die spenden, sind glücklich, wenn sie gegrüßt werden. Aber die das alles kostenlos haben wollen, ja, schwierig. Also die sollten sich dann halt nicht darüber beschweren, wenn es dann auch Content gibt, der jetzt nur für Bezahlabonnenten ist, aber ich bin kein Fan davon, irgendwelche Dinge hinter einer Paywall zu verstecken. Aber zu deiner Aussage, die du da zitiert hast, ich kann die Aussage nicht komplett widerlegen, ich kann ihr aber auch nicht komplett zustimmen. Ja. Ich denke mir bei sowas immer, also gerade was diese einseitige Nähe angeht und diese Psychologie dahinter, wenn die Leute damals in der Hochzeit der Rolling Stones mit Paul McCartney hätten schreiben können und dafür Geld bezahlt hätten, ja. Und um eine persönliche Nachricht zu kriegen, also ich glaube, das wäre damals noch viel mehr ausgeartet, weil dieser Star-Kult sich ja unglaublich komprimiert auf ganz wenige damals bezogen hat. Und jetzt verteilt sich das ja immerhin noch ein bisschen, weil natürlich jeder aus seinem Wohnzimmer streamen kann und jeder kann theoretisch eine Reichweite erlangen und viele machen das natürlich dann auch.
Genau, also ja, das ist, letztendlich wollen sie alle ihren Idolen, nenne ich es jetzt mal, ganz nah sein und leider funktioniert das ja bei sehr viel nur noch über das Geld, ne? Kann das auch gefährlich sein, dass du irgendwann in so eine Art Sucht verfällst und eine einseitige Nähe aufbaust zu diesem Menschen, obwohl du ja eigentlich nur einer von vielen bist? Also, dass du dann sozusagen dir diese Bestätigung von deinem Idol immer wieder bekommen willst und sozusagen dann auch noch in Schulden verfällst vielleicht sogar deswegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, viele können das auch gar nicht mehr kontrollieren, was sie da alles an Geld spenden. Ich glaube, Eltern haben da auch nicht immer den Überblick, was da so passiert. Es sind ja auch, ist ja auch schon vorgekommen, dass Spenden über geklaute Kreditkarten oder sowas passiert sind, weil die Person jetzt nicht mehr wirklich viel Geld hatte. Ich glaube das schon, dass es relativ gefährlich werden kann, weil die Leute halt nicht mehr wissen, wann Schluss ist und sich halt einfach über jede Nachricht freuen und dann, ja, weiß nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es im Real Life, nenne ich es jetzt mal, nicht ganz so gut läuft, ne, was Freunde und so weiter angeht. Und dann flüchtet man sich da halt in die Online-Welt und dann denkt man so, dass man mit dem Monte einen Freund hat, der dann einem auf Nachrichten antwortet, wenn man ihm da so ein bisschen Geld spendet und man einfach den Bezug zu dem ganzen Geld, was man da spendet, irgendwann verliert und das gar nicht mehr mitkriegt, was man da macht. Und dann einfach immer weiter gespendet wird und man da halt gar nicht mehr drauf achtet, aber Hauptsache man bekommt die Grußbotschaften. Ich glaube schon, dass das ja nicht ganz ungefährlich ist und dass es da schon einige Leute gibt, die da sehr viel Geld ausgegeben haben, das sie vielleicht nicht haben. Ja, da kann man auch auf Reddit interessante Posts sehen. Zum Beispiel, wir haben das mal zitiert bei uns hinsichtlich eines Textes, dass ein Ehemann die ganzen Hausersparnisse, also Ersparnisse für einen eigenen Hausbau, auf Twitch verschleudert hat. Das waren dann mehrere 10.000 Euro. Und Gottes Willen. Wird das Problem aus deiner Sicht eigentlich unterschätzt? Also müsste da Twitch viel eher dagegen vorgehen? Zum Beispiel ein Spendenlimit einführen? Pro Monat darfst du nur so und so viel Euro spenden? Oder wie sieht das denn? Schwierig. Also ich würde da wirklich die Verantwortung nicht bei Twitch suchen, weil ja, letztendlich wollen die auch wirtschaftlich agieren und die sind natürlich froh über die Gelder, die da gespendet werden. Ich finde, man sollte halt auf jeden Fall bei den jüngeren Leuten darauf aufpassen, dass die Eltern da vielleicht mehr einen Blick drauf werfen, was die denn da so alles spenden, was sie dann alles machen. Es gibt dann natürlich auch ältere Leute, die sehr viel Geld spenden, die volljährig sind, die viel Geld spenden, das sie vielleicht nicht haben. Ich weiß nicht, da ist es dann natürlich auch schwierig von Twitch-Seite, ich sag mal, da ein Schloss vorzuhängen und denen zu verbieten, mehr Geld zu spenden, als sie vielleicht haben, weil letztendlich ist es von jedem selbst die Entscheidung, was er da macht. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, wie man dagegen vorgehen muss, aber wenn jetzt Twitch anfängt, da bestimmte Grenzen zu setzen und da was zu verbieten, ich glaube, da würde es, obwohl der Hintergedanke positiv ist, ich glaube, da würde es sogar einen kleinen Shitstorm geben. Und zwar von Seiten der Streamer, weil die werden sich dann natürlich auch denken, ja, meine Community, wenn die mir so viel danken möchten, dann lass denen doch diese Möglichkeit. Und ja, aber wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, wie man da dem einen Riegel vorsetzen sollte. Letztendlich sollten die Leute einfach mehr darauf achten, wie gesagt, bei Jüngeren die Eltern und bei denen, die volljährig sind, ja, die sollten sich Hilfe suchen. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber ja, ich glaube, das sind so Dinge, die werden nicht damit gelöst, dass das Twitch da einen Riegel vorsetzt. Denn posten die Streamer halt ihre PayPal-Adresse in die Beschreibung und dann geht's darüber. Also irgendwie hat man immer die Möglichkeit, den Leuten Geld zu geben. Wer spendet denn bei dir und hast du auch schon rausgefunden, warum die spenden? Also hast du da schon mal Gespräche geführt, okay, warum hast du mir jetzt den einen oder anderen Euro mal zukommen lassen? Also was ist da die Motivation dahinter? Weil ich finde dieses Phänomen, dass man für Content freiwillig bezahlt, ich glaube, wenn man das Leuten in den 80ern gesagt hätte, irgendwelchen Medienschaffenden, sage ich mal, die hätten einem Vogel gezeigt. Also ich muss ja für mich erstmal sagen, bei mir spenden sehr, 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 sehr selten Leute. Also ich bin auch nicht mit jedem, der was gespendet hat, direkt ins Gespräch gekommen, weil es kam auch schon mal Spenden rein von Leuten, die gar nichts im Chat geschrieben haben.
Es hat einmal meine Cousine hat mir 20 Euro gespendet. Die habe ich allerdings nie darauf angesprochen, weil es mir ein bisschen unangenehm war, glaube ich. Also ich wollte auch gar nicht wissen, warum sie das gespendet hat. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das jetzt nicht gecatcht, unbedingt zu wissen, warum sie mir das jetzt gegeben hat. Es gab auch mal jemanden, dem hatte ich, das ist bestimmt schon 7 oder 8 Jahre her, dem hatte ich auch mal in seinem Stream 15 Euro gespendet, weil den kenne ich schon eine ganze Ewigkeit und ich finde, der hat auch sehr guten Content produziert und da habe ich mir gedacht, ich wusste auch, dass der ziemliche Geldprobleme hat und da dachte ich mir, komm, einmal kannst du das doch machen, der hat sich gefreut, alles war schick und dann hat er mir ein paar Jahre später, hat er mir 20 Euro zurückgespendet, einfach weil ich dachte, okay, er bedankt sich für diese nette Geste von vor ein paar Jahren und dann hat er sich gesagt, okay, der findet meinen Content auch ziemlich gut, also wir haben uns halt gegenseitig verfolgt und ja, er fand das halt auch eine nette Geste, also ihm ging es jetzt auch nicht darum, dass ich ihm irgendwie einen Gruß zurückschicke oder so, weil wir sowieso in Kontakt waren, also auch über Twitter oder WhatsApp, aber ansonsten weiß ich halt nicht, was die Motivation von den Leuten war, zu spenden oder warum die mir überhaupt folgen. Ich kann es mir halt nur so erklären, dass sie den Content, den ich mache, ganz gut finden und dann eventuell einfach ein kleines Dankeschön zurücklassen. Weil, wie gesagt, ich habe halt noch nicht das Problem, dass man bei mir diese Aufmerksamkeit mit Geld bezahlen muss, weil ich zum Glück so wenig Leute im Chat habe, dass ich so gut wie auf jede Nachricht eingehen und antworten kann. Also es ist dann keine einseitige Nähe, wenn man das so nennen will, mehr, sondern es ist dann schon eine Interaktion mit mehreren Leuten sozusagen. Ja, genau. Also meistens. Es gibt auch Streams, muss ich sagen, da habe ich fast die ganze Zeit keinen einzigen Zuschauer. Aber ich mache dann halt das, was ich mache, ganz normal weiter, weil vielleicht kann ja dann irgendjemand mal dazukommen. Weil wenn ich jedes Mal einen Stream starte und nach 10 Minuten ausmache, weil ich merke, dass da kein Zuschauer ist, ich glaube, dann komme ich nie an Zuschauern. Es ist halt auch immer ein Unterschied, merke ich immer wieder, ob ich auf YouTube vorher ein Video hochlade, wo ich Bescheid gebe, dass ich online bin, oder wenn ich das lasse. Weil wenn ich das gar nicht poste, dass ich online bin, dann kriegt es halt auch keiner mit. Wie hat sich denn die Plattform Twitch jetzt, seitdem du angefangen hast, verändert? Also gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die dir besonders aufgefallen sind? Also als ich damit angefangen habe, war das gefühlt noch eine reine Gaming-Plattform, wo fast ausschließlich Computerspiele gestreamt wurden. Mittlerweile ist es natürlich so, dass unter dem Label Just Chatting sehr viele Leute online sind, die sich dann Videos angucken, die dann Reaction-Streams machen, die dann teilweise Bodypainting machen oder Leute, die einfach nur vor der Kamera sitzen und mit den Leuten reden, interagieren und über Gott und die Welt labern. Das ist tatsächlich das Ding, was meistens auf Platz 1 der Dinge ist, die am meisten gesucht werden. Also ich habe es jetzt hier gerade offen zum Beispiel. Da haben wir hier zum Beispiel Fortnite mit 96.000 Zuschauern. Also da werden ja immer die Zuschauer von allen Streams zusammengezählt. Oder Fall Guys, was ja gerade im Hype ist, 8.700 Zuschauer. Und dann gucke ich auf Just Chatting, wo quasi alle Streams drin sind, wo nichts gezockt wird und da hat man insgesamt 215.000 Zuschauer. Ist noch vor GTA 5 mit 155.000 Zuschauer. Also Twitch ist mittlerweile, seitdem ich dort angefangen habe zu streamen, viel mehr als nur diese Gaming-Plattform geworden. Also das hat ja immer so ein bisschen, fand ich, den Ruf, dass es halt eine reine Gaming-Streaming-Plattform ist, aber die Leute, die stehen mittlerweile mehr auf diesen Just Chatting Hashtag als auf das, was da gezockt wird, weil bei diesem Just Chatting hat man halt viel mehr Vielfalt. Ne? Es gibt Leute, die zeichnen da einfach was, es gibt Leute, die streamen, wie sie ihre Videos schneiden, es gibt Leute, die kochen was und ja, das ist halt irgendwie das, was die Leute teilweise noch mehr catcht, als wenn die Leute da irgendwelche Videospiele spielen. Und bei Just Chatting ist es ja auch eher so ein Ding mit der Persönlichkeit des Streamers oder auch mit der Interaktion oder der Diskussion. Ist das nicht auch irgendwie ein Geheimnis, dass man dann eben eher eine Bindung zu dem Streamer aufbauen kann, als wenn der jetzt sozusagen gerade mit dem Spiel beschäftigt ist oder mit ein paar Leuten, mit denen er da irgendwie verbunden ist, im Discord oder so? Genau, also angenommen, du bist alleine zu Hause, wenn du dir dann jemanden anguckst, der ein Videospiel spielt, dann ist das ja in dem Sinne eine einseitige Sache, dass der andere ein Videospiel spielt und du guckst halt zu.
Und beim Just Chatting ist es halt oftmals so, entweder kannst du mit dem Streamer reden, in Anführungszeichen, also du schreibst Chatnachrichten und er geht darauf ein und beantwortet diese, oder er macht einen Kochstream oder er isst irgendwas, du kannst dir nebenbei dann auch einen Teller holen und mit dem Streamer quasi zusammen Abendbrot essen, oder er guckt sich ein Video an und du guckst in dem Moment dann halt auch mit, und das sind dann halt so diese, ja, Interaktionen, die zusammen passieren, was halt die Leute wahrscheinlich auch viel interessanter finden, als den Streamer dabei zuzugucken, wie er irgendein Videospiel spielt, worauf man dann als Zuschauer relativ wenig Einfluss hat, weil der Streamer, der spielt das Spiel so, wie er möchte. Allerdings, wenn er jetzt irgendwas kocht oder ja irgendeinen Reaction-Stream macht, da kannst du als Zuschauer auch aktiv mitbestimmen. Ja, was soll er sich denn als nächstes für ein Video angucken, oder soll er vielleicht noch ein bisschen Pfeffer in die Pfanne? Unter Just Chatting fällt ja auch zum Beispiel sowas wie Cosplay oder ASMR und so weiter und so fort. Und wir haben diese Szene, oder das ist ja nicht die Szene an sich das Problem, sondern einzelne große Streamerinnen vor allem. Wir haben das mal aufgegriffen in einem Text, blende ich hier ein. Und zwar geht es ja um das Problem der Freizügigkeit, und wir haben ja gerade diese Spendendynamik so ein bisschen schon beschrieben, ja, diese Psychologie dahinter. Und wenn dann natürlich ein attraktives Mädel da sitzt, freizügig, kommen bei vielen auch ein paar Hochgefühle wahrscheinlich sozusagen zustande. Also hast du dieses Phänomen auch beobachtet, und wie siehst du das dann? Also da geht es wirklich darum, dass Twitch ja eigentlich sozusagen sexuelle Handlungen oder sowas auf der Plattform verbietet, und die schweben oder die surfen sozusagen mehr oder weniger an der Grenze zur Softpornografie aus meiner Sicht. Also es ist ja so, dass, also ASMR ist ja tatsächlich nochmal so ein extra Hashtag, den man da auf Twitch auswählen kann. Die haben meistens gar nicht so viele Zuschauer, was ja immer verwunderlich ist, weil ASMR ja in den letzten Jahren schon ja relativ beliebt geworden ist. Aber jetzt muss man sich das halt mal so anschauen, was denn da wirklich passiert. Ich muss für mich sagen, dass was zumindest ASMR angeht, dass da, ja, dass ich da jetzt nicht so viel Sexuelles draus lesen kann. Natürlich ist es so, dass dann eine Streamerin ist, die dann vielleicht nicht ganz so viel anhat und dann da ja in so ein Mikrofon reinlutscht, und dass das viele wahrscheinlich ziemlich erregend finden. Und dann denke ich mir so, was wäre, wenn ich das machen würde? Was wäre, wenn ich mit einem Top und einer kurzen Hose vor der Kamera sitzen würde und da so ein Ohr ausschlecken würde? Da würde, glaube ich, niemand auf den Gedanken kommen, dass das irgendetwas Sexuelles ist. Ich glaube, viel passiert auch einfach in der Fantasie der Menschen. Und das will ich natürlich nicht schönreden. Da gibt es auch einige Streamerinnen, die das dann wahrscheinlich ausnutzen, dass die Leute eben diese Fantasien haben und deswegen dann auch, da sind wir dann wieder bei dem Thema Spenden dalassen oder Abos dalassen. Aber wie gesagt, diese ASMR-Geschichte, ich weiß nicht, was daran wirklich sexuell sein soll. Mich erregt sowas gar nicht, aber gut, da ist natürlich auch jeder anders. Ansonsten gibt es natürlich auch diese Streams, wo die Streamerinnen sehr leicht bekleidet sind und dann zufälligerweise sowas wie Just Dance spielen und dann vor der Kamera stehen und da rumhüpfen und so ein bisschen rumtanzen. Ist halt auch wieder so ein Thema, ne? Es wird halt als sexuell angesehen, weil es in dem Moment eine Frau ist, die wenig anhat, aber ich habe noch nie gesehen, dass sich da jemand beschwert hat, wenn da ein Mann war, der eine kurze Hose anhat und fast oberkörperfrei war und davor getanzt hat, dass das irgendwie sexuell war. Also ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so ganz mit identifizieren, aber ich kann auch so ein bisschen verstehen, dass die Leute das nicht so toll finden, ne? Wenn diese Streamerinnen da auch teilweise diese Andeutungen machen und ja mal ihre Titten in die Kamera halten, wenn da so eine Spende kommt. Das hat halt mit gutem Content nichts zu tun, aber es ist jetzt halt auch nichts, was ich mir angucken würde. Ich denke mir dann halt für meinen Teil, okay, das catcht mich nicht, ich gucke halt woanders. Aber dann gibt es natürlich Leute, die sagen, nee, sowas muss von Twitch verbannt werden, aber schwierig. Also ich finde, die Streamerinnen machen nichts Verbotenes, aber es ist nichts, was ich gutheiße, sagen wir es mal so. Es sollte jetzt auch nicht die ganze ASMR-Szene irgendwie in die Pflicht rücken, sondern dass halt viele, die eben aus meiner Sicht sexuell manipulieren, und das machen sie aus meiner Sicht auch bewusst, es soll nicht alles sein, die ordnen sich halt diesem Genre zu, ja, oder machen das halt hin und wieder, aber
machen dann halt auch alles andere sozusagen auf Twitch, auch mit anderen Formaten oder auch diese Dance-Formate sind da auch irgendwie bekannt dafür, die du gerade erwähnt hast. Das ist aus meiner Sicht einfach, naja, also ich meine, bei einem Mann ist es halt so, dass es halt eher nicht so zieht. Also deswegen machen es halt auch wahrscheinlich weniger und selbst wenn man das macht, das wird halt einfach dann, wie du schon sagtest, nicht als sexuell angesehen, aber er legt es jetzt ja auch nicht drauf an. Also ich habe das so von einem Mann noch nie gesehen tatsächlich. Es kann sein, dass es das trotzdem gibt. Aber wenn du natürlich eine Frau bist, dann weißt du natürlich, dass es halt eher zieht, wenn du auf visuelle Reize setzt als Mann. Also da funktioniert halt die Gehirne so ein bisschen anders, ja. Ja, ist schon richtig. Für mich ist es halt so, dass zu dieser ganzen Geschichte halt immer zwei dazugehören. Ich meine, wenn jetzt jemand zu einer Prostituierten geht, dann schimpfst du ja auch nicht nur die Prostituierte aus, sondern auch denjenigen, der eben dahin geht, ne? Derjenige, der halt diesen Leuten oder diesen Streamerinnen halt auch Geld spendet für das, was sie da machen, ist halt auch immer so ein bisschen mitschuldig dafür, dass diese ganze Sache eben so gehypt ist und eben ja so eine riesige Reichweite hat. Ja, definitiv, natürlich. Wobei bei Prostitution ist der Deal ja irgendwie auch klar. Also man spendet ja für eine sozusagen Dienstleistung. Das ist auf Twitch nochmal ein bisschen schwieriger zu durchschauen. Aber ich denke mir halt, zum Beispiel der Fall Amorant, dass dann, wenn sich dann Leute aufregen, dass sie ihren Ehemann verschweigt, dass es auch durchaus eine berechtigte Kritik ist natürlich, dass das zur Marketingstrategie dazugehört hat. Ja, wobei, also die Sache ist halt auch die, dass sie ihren Ehemann verschwiegen hat. Ich sehe das halt so, dass es bestimmte Dinge gibt aus dem Privatleben, die im Internet nichts verloren haben. Und in dem Moment, wo Amorant online streamt, streamt sie ja nicht als die Privatperson, die sie ist, sondern die Person, die sie hinter ihrem Pseudonym ist. Und da, also ich finde, da muss man es halt nicht den Leuten auf die Nase binden, dass man in Wirklichkeit einen Ehemann hat. Letztendlich sind alle Streamer für mich eine Kunstfigur, die sie da darstellen und ja, weiß nicht, da hat halt das Privatleben meines Erachtens nach nichts drin verloren. Ja, trotzdem gab es ja diese Aufregung. Woher kommt die denn aus deiner Sicht? Also die muss doch daher kommen, dass sich viele sozusagen verarscht gefühlt haben. Ja, das ist halt, also erstmal ist es so, dass die Leute sich generell, glaube ich, gerne aufregen, teilweise auch zu sehr über Dinge aufregen, einfach nur damit sie sich aufregen können. Es sind wahrscheinlich auch die Leute gewesen, die sich darüber beschwert haben, die ihr vielleicht auch selbst mal Geld gespendet haben, die dann, weiß ich nicht, auch einfach so ein bisschen darüber enttäuscht waren. Aber man muss es doch einfach mal so sehen, was geht's mich denn an, ob die Alte, die da jetzt gerade streamt, ob die jetzt einen Ehemann hat oder nicht. Wenn mich der Content unterhält und ja, ich geil davon werde und ich ihr dafür 5 Euro spende, ist das doch im Grunde genommen scheißegal, ob die jetzt einen Ehemann hat oder nicht. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Leute dann anfangen, sich darüber aufzuregen, weil irgendeine Streamerin nicht erwähnt hat, dass sie einen Ehemann hat. Ja. Ja gut, für mich ist das auch irgendwie eine Frage der Medienkompetenz, dass du dich dann halt von sowas nicht beeinflussen lässt, sondern dass du das dann auch einordnen kannst, was das jetzt überhaupt für ein Auftritt ist. Also Wie ist das überhaupt rausgekommen, dass sie einen Ehemann hat? Ich glaube, ein YouTuber hat Bilder davon geleakt oder so, oder halt geleakte Bilder erhalten, wie sie mit ihrem Ehemann sozusagen in der Öffentlichkeit ist und sie wurde dann häufiger mit dem gesehen. Ja, ich finde es schon grenzwertig, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich, wenn sie jetzt von Anfang an gesagt hätte, ich bin eine Kunstfigur, dann wäre das was anderes, weil dann hätte man das irgendwie einordnen können, ihren Auftritt und so weiter. Aber sie ist ja nicht unbedingt nur als Kunstfigur aufgetreten, sondern sie hat ja dann sozusagen durchaus eben die nahbare Streamerin gespielt, ja, die authentische Streamerin so zum Teil. Und ich finde, ja, okay, ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast mit dieser Kunstfigur, weil so habe ich die Thematik tatsächlich auch noch nicht gesehen. Aber bei Amorant muss ich sagen, ist es für mich eigentlich eher nur die halbe Wahrheit. Also natürlich hat es zu ihrer Marketingstrategie dazugehört, ihren Ehemann zu verschweigen. Das war jetzt nicht irgendwie, um etwas privat zu halten, sondern es war durchaus eine, sag ich mal, Strategie, um eben ihre Zuschauerschaft in etwas zu verwickeln. Dass die Leute natürlich dann, sag ich mal, entsprechend darauf reagieren, das ist die Eigenverantwortung jedes Menschen, da würde ich dir natürlich zustimmen. Aber trotzdem weiß man natürlich, wenn man gewisse Signale aussendet, was man sich davon verspricht halt. Ne?
Ja, natürlich. Also das will ich auch nicht schönreden. Sie weiß natürlich ganz genau, was sie da macht und wie sie die Leute dazu triggert, dann auch eventuell was zu spenden. Aber wie gesagt, die Sache mit dem Privatleben, vor allem wenn dann irgendwelche Bilder geleakt werden und die dann da, weiß nicht, heimlich fotografiert werden und dann ins Internet gestellt werden. Also solche Aktionen finde ich tausendmal asozialer, als wenn sich da jetzt eine Frau vor die Kamera setzt und dann so ein bisschen Just Dance spielt und dafür Spenden nimmt und den Leuten nicht sagt, dass sie einen Ehemann ist, hat. Also das finde ich dann doch asozialer, wenn man dann Bilder leakt, die man dann da heimlich vielleicht noch fotografiert hat. Also ich weiß auch nicht, was in dem Moment in den Menschen vorgeht. Also was haben die denn davon zu sagen, okay, guck mal, die hat einen Ehemann. Geht es einem dadurch dann irgendwie besser oder warum macht man das? Das ist halt so eine dieser Sachen, die ich auch gar nicht verstehe, dass Leute, andere Leute im Internet leaken, um das jetzt mal so ganz allgemein zu sagen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine fragwürdige Aktion. Nichtsdestotrotz ist er an die Öffentlichkeit gekommen und ich würde es jetzt auch gar nicht diesen YouTuber, der sozusagen dann seine Reichweite genutzt hat, um darauf aufmerksam zu machen, in die Schuhe schieben, sondern die Bilder sind ja schon davor kursiert, sag ich mal. Also das muss irgendjemand gewesen sein. Okay. Man weiß es natürlich nicht, ja. Aber wenn sie die Bilder in der Öffentlichkeit sind, dann finde ich es okay, darüber dann über den Sachverhalt an sich zu reden. Ja, ich würde dann fast schon zum Ende kommen. Wir haben noch zwei, drei kleinere Themen abzuarbeiten. Kannst du mal so einen Ausblick geben, was du jetzt in Zukunft auf Twitch und YouTube für einen Content planst? Kannst du da schon was verraten? Also auf Twitch wird es weiterhin das geben, was ich auch vorher gemacht habe. Also ab und an werde ich mal Videospiele spielen, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Oder dann wird es natürlich auch wieder Streams geben, wo ich mir andere Videos angucke. Es ist auch teilweise so, das merke ich an mir selber, dass wenn ich Videos mir angucke, da eher neue Zuschauer dazukommen, als wenn ich ein Videospiel spiele. Also das unterstreicht halt nochmal meine These, dass ich halt glaube, dass die Leute viel mehr Interesse daran haben, dass die Leute auf Twitch was anderes machen, als Videospiele zu spielen. Auf YouTube ist es so, da habe ich ja die letzten Wochen relativ viele Videos hochgeladen, die teilweise aus Twitch-Ausschnitten bestanden. Hat mir allerdings nicht mehr so gut gefallen. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich auch jemand, der, auch wenn ich das jetzt nicht primär wegen vielen Zuschauern mache, aber ich gucke natürlich auch auf die Zuschauerzahlen der Videos und sehe dann natürlich auch, dass die bei mir mal wieder, das kommt häufiger vor, komplett eingebrochen ist und ich mir dann natürlich auch Gedanken darüber mache, wie ich meinen Content umstellen kann, was ich stattdessen machen kann und ich habe tatsächlich derzeit wieder Lust, Videos zu machen, wie ich sie früher gemacht habe. Also, dass ich mir Themen raussuche, da draußen Videos schneide und das dann hochlade. Das sind halt Videos, die relativ viel Mühe abverlangen. Die dauern halt auch ziemlich lange. Also mehr als ein Video die Woche würde ich da wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber es sind tatsächlich auch die Videos, die dann am ehesten von den Leuten, ich sag jetzt mal so, mit Kommentaren belohnt werden. Das sind dann halt auch die Videos, wo die Leute ihre Meinung zu kundtun können und dann auch entsprechend was darüber sagen und schreiben können und dann vielleicht auch eher mal ein Like da lassen, als wenn ich jetzt Videos hochlade, wo ich ja irgendein Spiel zocke, weil ja dazu können die Leute halt auch nicht so viel sagen und man muss halt auch für sich dann irgendwann zugeben, dass das, was man so macht, jetzt nicht allzu spannend ist und dann gucke ich so auf meine Videos, was sind denn so die erfolgreichsten Videos, die dann halt auch so ein paar Klicks gegeben haben, weil ich glaube, jeder macht nicht YouTube nur für sich, sondern jeder will natürlich auch, dass die Videos, die man hochlädt, von irgendjemandem gesehen werden und deswegen habe ich dann halt für mich da entschieden, dass ich wieder so ein bisschen back to the roots gehe und die Videos mache, die zwar ein bisschen mehr Mühe abverlangen, wo ich über aktuelle Themen spreche, aber die mir dann letztendlich dann auch hoffentlich längerfristig wieder mehr Spaß machen. Mhm. Welche Themen hast du da bereits im Kopf? Also thematisch Richtung auch wieder die Reaction-Szene oder Meinungsblogger oder? Es kommt immer ganz drauf an, was es derzeit gibt, was mich so bewegt. Ich habe noch nicht viele Themen im Kopf. Ich habe da immer so ein bisschen betreibt da immer so ein bisschen Brainstorming, guck, was geht denn derzeit so ab, was könnte die Leute halt auch interessieren. Derzeit plane ich ein Video zu machen über Spam-Nachrichten. Also wir kriegen ja teilweise so viele Spam-Nachrichten im Ordner, wo teilweise komplett absurde Nachrichten drin sind und ich stelle mir das
sehr witzig vor, da ein Video drüber zu machen und da mal ja so ein paar Nachrichten zu durchleuchten. Was sind denn das eigentlich für Spam-Nachrichten? Was wird da angeboten? Und ja, wie ist denn so diese Schreibweise? Weil das ist ja teilweise zum Schießen, was man da im Postfach so vorfindet. Das ist es halt auch, ne? Ich versuche jetzt nicht nur komplett ernste Themen zu machen. Ich hatte ja auch mal ein Video über Knuddels gemacht. Ich versuche halt auch mal Videos zu machen, ja, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, wo man so ein bisschen abschalten kann. Und ja, wenn man da so ein paar Spam-Nachrichten veralbert, das kommt teilweise, obwohl das eigentlich komplett banal ist, kommt sowas besser bei den Leuten an, als wenn man, ja, weiß nicht, irgendeine Reaction hochlädt oder sowas. Deswegen schauen wir einfach mal. Aber so ganz konkrete Pläne habe ich da tatsächlich noch nicht, was die Themenauswahl angeht. Ja, bei diesen Spam-Mails, das ist ja auch ein Stück weit Aufklärung, wobei natürlich, also gerade auch für jüngere Leute jetzt, wobei die meisten wahrscheinlich nicht darauf reinfallen, aber es ist ja durchaus so, dass es ja offensichtlich teilweise klappt, wenn da steht, der Prinz will einem eine Million vererben. Ja, aber es gibt tatsächlich auch Spam-Mails so von angeblichen Inkasso-Unternehmen. Und die sind teilweise auch so scharf formuliert, dass es den Leuten wirklich Angst machen soll. Und es gibt tatsächlich auch, ich habe mich da schon im Internet mal so ein bisschen schlau gemacht, Leute, die da auch Angst vor haben. Und dann steht denn halt da, bitte überweisen Sie den Betrag bis dahin und dahin. Und dann, wenn sie das nicht machen, ja, dann müssen wir das wohl gerichtlich klären. Und die Leute, es gibt da, glaube ich, teilweise wirklich Leute, die überweisen dann halt auch das Geld, weil die Nachrichten halt wirklich so formuliert werden, dass man da halt so ein bisschen Angst vorbekommt. Und deswegen, ja, es ist vielleicht wirklich auch sehr sinnvoll, das Video im Sinne der Aufklärung so ein bisschen zu machen, weil du sagst es, viele fallen da nicht drauf rein, aber es gibt halt wirklich so einige Leute, na, die haben da so ein bisschen Angst vor oder zumindest Respekt vor, ne? Und die erkennen das vielleicht nicht sofort, dass die Nachricht Quatsch ist, ne? Da gibt es ja so ganz eindeutige Parameter, woran man das festmachen kann. Man muss die meisten Inkassobüros, die denn da einem im Spam-Ordner entgegenkommen, die muss man nur mal googeln und dann hat man innerhalb von 2 Sekunden rausgefunden, dass das totale Quatschunternehmen sind. Aber ja, es gibt halt immer wieder Leute, ne, die da leider drauf reinfallen. Ne? Dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt bei den Recherchen. Mal gucken. Also ich habe da mal reingeguckt. Das ist, ist unglaublich, wie viele Leute mir Geld geben wollten. Ne? Und ich muss nur ein paar Daten von mir angeben und schon bin ich Millionär. Genau, den Kanal von Steven, auch den Twitch-Kanal, findet ihr beides in der Beschreibung natürlich. Dann könnt ihr selber mal vorbeischauen. Und ein Abo dalassen und spenden. Genau. Dann ziehe ich mich vielleicht auch mal aus. Ja, das, dann schalte ich aber auch mit ein. Ich glaube aber, da muss ich die Plattform wechseln, aber gibt ja zum Glück genug. Ja, OnlyFans, ja. Ja, zum Beispiel, ja. Wir zeigen zwar unsere Gesichter nicht im Internet, aber OnlyFans, da zeigen wir andere Sachen dann. Also es wird alles in Planung, Leute. Ja, keiner will unsere Gesichter sehen. Die Leute wollen was anderes sehen, ja. Da keine halben Sachen machen hier. Ja. Also, wann kann man dich denn immer auf Twitch sehen? Hast du feste Streamzeiten? Es tut mir immer in der Seele weh, aber es ist so unregelmäßig, das ist mir fast schon peinlich. Ne? Also manchmal gibt es tatsächlich Wochen, da streame ich so gut wie jeden Tag und dann gibt es wie zum Beispiel jetzt Durststrecken. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 2 oder 3 Wochen nicht gestreamt. Es ist immer komplett unterschiedlich. Wenn ich dran denke, kündige ich es vorher an, entweder auf Twitter oder auf YouTube. Ansonsten, ja, gibt es einen ganz heißen Tipp, folgt mir einfach auf Twitch und dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn ich online komme. Und er kommt immer wieder, auch wenn er eine Weile. Ich komme immer wieder, ich bin wie Unkraut, ich wachse immer wieder aus dem Boden. Und ja, dann ist er wieder da. Dann braucht man aber auch einen Dreiheckenscheren, um mich wegzubekommen. Steven, es war ein schönes Gespräch, danke für deine Zeit. Muss ich auch sagen, gerne Tito. Wieder, auch über andere ja. Themen. Vielleicht findet man ja mal was, ne? Bestimmt, ja. Viel Spaß bei dem, was du jetzt vorhast. Wir sind gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich verfolge eure Videos auch, muss ich sagen. Zwar jetzt nicht komplett, weil sie gehen teilweise schon ziemlich lang, aber ich gucke in jedes Video rein. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Es ist gerade alles so ein bisschen ein Experiment, wie wir das gestartet haben, aber es macht auf jeden Fall Spaß und wir sind gespannt, wo es hingeht. Ich bin auch gespannt. Ja, und das ist die Hauptsache. Es muss Spaß machen. Es ist letztendlich ist es die Zuschauerzahl oder die Likes. Das ist alles zweitrangig. Letztendlich muss das, was man da macht, Spaß machen. Und dann, ja, hat man eigentlich schon die halbe Miete gezahlt. Ist auch ein gutes Ventil für unseren Narzissmus, das ein bisschen rauszulassen. Ja, genau. Ein bisschen zu quatschen. Ja. Also, Steven,
schönen Sonntag noch. Ernähr dich gut von den Resten, die bei dir in der Küche noch lauern. Danke, und ich wünsche dir ein Festmahl von dem, was du dir eingekauft hast. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Koch. Aber wird, denke ich, mal klappen. Wird schon. Ja, denke ich auch. Dankeschön. Mach's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.